Briefe und Pakete, die zu spät oder manchmal gar nicht kommen. Deutschlandweit haben sich etwa 40.000 verärgerte Kunden letztes Jahr bei der Bundesnetzagentur beschwert. Die Dunkelziffer viel höher. Ich möchte eigentlich, dass die Post nach einem bzw. spätestens zwei Tagen hier im Briefkasten ist. Aber was läuft schief? Und wie lange braucht ein Brief zurzeit wirklich? Wir machen den Test. Schreiben 20 Briefe an die gleiche Adresse und schicken sie von Briefkästen und Postshops in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen ab. Brauchen sie wirklich nur ein bis zwei Tage? Aber dazu später mehr. Damit die Post zuverlässiger wird, will die Ampelkoalition eine Postreform. Und die soll sie nicht schneller, sondern langsamer machen. Man könnte meinen, es ist ein schlechter Scherz. Statt nach ein oder zwei Tagen sollen Briefe dann erst nach drei oder vier Tagen ausgeliefert werden. Hier läuft die Post schon lange nicht mehr rund. In Speyer bei Winfried und Ulrike Pflügge. Am schlimmsten war es im letzten November. Ja, es kam durchaus dann vier Tage keine Post. Dann kam der Postbote mal dienstags und dann kam er am nächsten Montag komischerweise und brachte einen Haufen Post. Es sind ja auch wichtige Sachen dabei, auf die man wartet, von Rechnungen über Krankenkassenbriefe oder so. Besonders ärgerlich. Seine Frau braucht dringend ein Rezept. Vom Arzt aus dem nicht einmal 25 Kilometer entfernten Ludwigshafen. Als das nach sechs Tagen immer noch nicht da war, haben wir wieder beim Arzt angerufen. Ja, er hätte das sofort abschicken lassen. Und das kam dann nach einer Woche hier an. Laut Poststempel stimmte das auch. Eine Woche unterwegs gewesen. Für die Kunden hätte die geplante Postreform nur Nachteile, findet er. Nicht nur, dass man länger auf seine Briefe warte, sondern man bekomme für das gleiche Porto auch eine schlechtere Leistung. Wir bitten die Post um ein Interview. Schriftlich teilt man uns mit. Wir finden es gut, richtig und wichtig, dass nun ein konkreter Regierungsentwurf vorliegt. Aus unserer Sicht war das überfällig. Denn das aktuelle Postgesetz ist 25 Jahre alt und nicht mehr zeitgemäß. Dieser ehemalige Zusteller erzählt mir, die Kunden ließen ihren Ärger oft an den Zustellern aus. Man selbst, man ist, hat Gesicht, man kriegt dann erstmal auf den Deckel. Ja, Drecksladen, ne? Oder irgendwie Scheißladen oder so irgendwas. Ne? Immer teurer werden, aber Service wird immer schlechter und so Sachen. Die hat man schon des Öfteren mal gehört, aber wir sind halt, wie gesagt, immer die erste Instanz, die irgendwo dafür auch angekreidet wird. Die körperliche Belastung sei sehr hoch. Im ländlichen Raum muss der Briefträger neben Briefen auch schwere Pakete verteilen. Was der Kunde nicht weiß, wenn sie ihre Tour nicht schaffen, müssen sie Pakete zuerst austragen und Briefe liegen lassen, erzählt er. Also wenn man es mal auf gut Deutsch sagt, was bringt ein Brief finanziell, was bringt ein Paket finanziell, merkt man halt den Unterschied schon. Ne? Also ich glaube, dann kann man sich eins und eins zusammenrechnen, dass man dann weiß, okay, Pakete sind da schon priorisiert. Doch es fehle an Personal, das sei belastend. Ein Punkt, den wir bei unseren Recherchen immer wieder hören. Und die Arbeitsbelastung wirke sich auch auf die Stimmung unter den Kollegen aus, erzählt Patrick Schmelzeisen. Man hat jetzt in den letzten Jahren, die ich noch dort gearbeitet habe, gemerkt, dass die, wie schon gesagt, die Zündschnur sehr kurz geworden ist und dementsprechend halt auch die Energie, die Moral, das Stresslevel einfach ja, so angespannt war, dass man eigentlich gar keinen Spaß mehr hatte, auch auf die Arbeit zu gehen. Und wie sieht es mit unserem Test aus? Abgeschickt haben wir unsere Briefe am Samstag. Die Post garantiert eine Zustellung von 80% nach einem Werktag. Am Montag ist noch kein Brief da. Mit dem neuen Gesetz soll die Post nicht nur mehr Zeit bis zur Zustellung haben, sondern auch Geld sparen. Indem sie zum Beispiel keine Nachtflüge mehr macht. Doch Jürgen Knoll von Verdi befürchtet auch weitreichende negative Folgen.
Das ist reine Profitmaximierung. Wenn ich nur an 5 Tagen zustelle oder nur nach 3 Tagen der Brief bei Ihnen sein muss, als Kundin und Kunde, spare ich Personal. Das heißt, wir befürchten für die Kundinnen und Kunden einen Verlust an Servicequalität. Die Briefe kommen später oder erst nach 3 Tagen. Und natürlich befürchten wir auch einen massiven Abbau von Arbeitsplätzen. Weil wenn ich die Post nur alle 3 Tage zustelle, brauche ich weniger Beschäftigte in den Bereichen. Das heißt, das ist ein reines Instrument, um den Unternehmen mehr Geld zuzuschießen, zu Lasten der Verbraucherinnen und Verbraucher und zu Lasten der Beschäftigten. Der Gesetzesentwurf sei völlig unzureichend, kritisiert er. Es kann nicht sein, dass Unternehmen Arbeit auslagern an Betriebe mit nur 5 oder 10 Beschäftigten. Dort gibt es keinen Betriebsrat, keinen Tarifvertrag. Da brauchen wir dringend ein Verbot von Subunternehmen, ähnlich wie in der Fleischindustrie. Da haben wir es auch hinbekommen. Das muss ja auch passieren. Und wir brauchen endlich eine Begrenzung des Gewichts von den Paketen. Teilweise schleppen die Kolleginnen und Kollegen Pakete mit 50, 60 Kilo in den 4. Stock hoch alleine. Das geht nicht. Das ist menschenunwürdig. Es müsse dringend nachgebessert werden. Dann könnte die Bundesregierung mit dem Postgesetz die Situation der Beschäftigten in der Paketbranche deutlich verbessern. Und unsere samstags eingeworfenen Briefe? Montags kam nichts an, Dienstag auch nicht. Und am Mittwoch alle Briefe auf einmal. 20 Briefe waren 3 Werktage lang unterwegs. Dabei ist die Postreform noch nicht einmal beschlossen.